Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Und diese Volksweise, ich glaube, sie kennt der Abgeordnete Petr Brüsson von der AfD bestimmt auch. Ich wäre allerdings, und ich würde ihm es gerne persönlich sagen, aber er ist wahrscheinlich noch beim Mittagessen in der russischen Botschaft, ich würde sehr vorsichtig sein mit diesem Brot aus dem Kreml. Denn dieses, und das wissen leider viele, viele sehr genau, das kann sehr schnell ungenießbar und gefährlich werden. Also, lieber Kollege Büstron, man sollte nichts von fremden Leuten nehmen. Das bringen wir übrigens schon unseren Kindern bei, und das ehrlich gesagt aus guten Gründen. Sie sollten, und gerade Petr Brüsson, nicht hier im Deutschen Bundestag sitzen. Klären Sie das auf, legen Sie die Fakten auf den Tisch und ehrlicherweise bewerben Sie sich um ein Mandat in der russischen Staatsduma. Das sind die Interessen, die Sie vertreten. Da gehören Sie tatsächlich hin und nirgendwo anders. Und klären Sie uns doch mal auf oder sagen Sie es doch mal wie eine eidesstaatliche Versicherung. Sämtliche kleine Anfragen, die die AfD im Deutschen Bundestag stellt, werden von Ihnen selbst geschrieben. Sagen Sie das doch mal heute hier. Ich bin gespannt, ob das in den nächsten Wochen dann sich auch so bewahrheitet oder was an der Stelle noch alles ans Licht kommen wird. Das wird sehr interessant. Es zeigt auf jeden Fall, Sie sind demokratisch gewählt, ja, aber Sie sind nicht demokratisch. Sie sind das Sprachrohr für Diktaturen, Sie sind das Sprachrohr für den Kreml, für Lukaschenko. Und ehrlicherweise, mich wundert es nicht, wenn ich sehe, wie Sie sozusagen über Voice of Europe jetzt versucht haben, auch die Europäische Union zu destabilisieren. Sie sind die Interessenvertreter derjenigen, die dieses Europa nicht wollen, die diese freie Gesellschaft nicht wollen. Und ich kann Ihnen nur sagen, nutzen Sie diese Aktuelle Stunde, machen Sie reinen Tisch, legen Sie Finanzströme auf den Tisch, die Ihre Partei oder Abgeordnete Ihrer Partei möglicherweise bekommen. Nutzen Sie die Aktuelle Stunde für Transparenz. Legen Sie das offen. Hier ist Ihre Chance heute, das darzustellen.